So, wir sind hier mittendrin mit den, bei den Jahresrückblicken für das Jahr 2022. Und wenn sich mal ein Thema als absolute, ja, als absoluter Kassenschlager herauskristallisiert hat, dann war es in den letzten Monaten das Thema Strom. Und gerade das Thema Strom ist ein sehr sensibles Thema. Wir hatten es gerade bei uns hier in Niedersachsen in den letzten Wochen des Öfteren, dass also ganz einfach auch mal ein Strom nicht mehr da war, über einen kleinen Stromausfall über mehrere Stunden. Experten und mitunter auch die Presse und die Medien berichten auch schon mal von eventuellen Stromausfällen, die etwas länger dauern, auch gerne mal einige Tage. Und deswegen möchten unsere Kunden natürlich auch ganz gerne etwas Vorsorge treffen, ganz einfach sicher gehen, dass die Stromversorgung zu Hause auch im Falle eines Stromausfalls trotzdem weitergeht. Und deswegen möchten wir Ihnen ganz gerne im Jahresrückblick die beliebtesten sogenannten Benzin-Inverter-Generatoren zeigen, die es Ihnen zu Hause ermöglichen, jederzeit Ihren eigenen Strom zu generieren. Einfach tolle Modelle im Programm. Ja, richtig. Und ganz, ganz wichtig, das schicke ich gleich vorneweg, Sie sichern sich jetzt noch die alten Preise, alt in Anführungsstrichen, die Preise 2022, ja, weil viele Lieferanten haben angekündigt, und das werden Sie auch in Ihrem täglichen Umfeld miterleben, dass nächstes Jahr die Preise steigen werden. Also hier jetzt die Preise 2022 sichern. Und Notstromaggregate sind in aller Munde. Und es ist noch gar nicht so lange her, da sind Sie wahrscheinlich genauso wie ich, da hat man Notstromaggregate einfach dem technischen Hilfswerk der Feuerwehr und vielleicht dem großen Verein, das damit ein Fest hier mit Strom versorgen will, zugetan. Privat hat man eigentlich nicht dran gedacht. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten geändert. Es gab da sogar Empfehlungen, zum Beispiel die Bundesregierung. Viele Teile haben da empfohlen, Privathaushalte sollen schauen, dass sie Notstromaggregate zu Hause haben. Und das ging ja so weit, da sehen wir auch diesen Artikel, ja, und das ging ja so weit, dass sich sogar die EU-Kommission mit der Stromversorgung hier beschäftigt hat und Empfehlungen rausgegeben hat, wie kleine Kommunen hier Blackouts oder Brownouts handhaben sollen. Also nochmal kurz erklärt, ein Brownout ist eine gezielte Abschaltung über eine längere Zeit in einem gezielten Gebiet. Ein Blackout wäre, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, eine unkontrollierte Abschaltung aufgrund von Überlastung. Und das wäre dann großflächig und vor allem sehr, sehr langfristig. Und ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas davon eintrifft, aber man gewinnt den Eindruck, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gestiegen ist, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und dann macht einer dieser Inverter natürlich Sinn. Unser erster Inverter, das ist der kleinste, der ist sehr handlich, der passt sogar in den Kofferraum. Ja, Carsten hat gerade so ein bisschen Training damit gemacht. Ja, knapp 11 Kilo Gewicht, also gut transportabel und hat eine Leistungsfähigkeit von bis zu 1000 Watt. Für mich ist das eigentlich die Grundversorgung. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, für was ich dieses Gerät bräuchte. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal nur meine Kühlgeräte und Licht erstmal, dass überall Licht ist, ja, mit 1000 Watt kriegst du ein Mehrfamilienhaus beleuchtet. Oder, wir gehen mal runter in den Keller, wenn du sagst, ich möchte wirklich sicher gehen, dass nicht nur ich, sondern auch meine Familie, wir sind ja alle auch in der Verantwortung für unsere Familien, nicht im Kalten sitzt mitten im Winter. Laut Prognosen soll ja, wenn es zu einem Blackout geht, die Wahrscheinlichkeit am höchsten sein, so Mitte Februar, da haben wir es erfahrungsgemäß am kältesten ist. Ja, ja. Und dann würde natürlich auch die Heizung ausfallen, weil auch wenn Sie Öl- oder Gasheizung haben, das Steuermodul und die Pumpen sind elektrisch. Und jetzt könnte ich sowas ganz einfach vom Kellereingang im Freien betreiben, und hätte jetzt bis zu 1000 Watt. Und das reicht meiner Meinung nach für die meisten Heizanlagen aus. Ich habe bei mir wirklich mal geschaut. Ich habe das Steuermodul mit 160 Watt maximal, die Pumpen maximal 200 Watt. Also 360 Watt benötige ich da. Ja, und sowas ist hiermit abgedeckt. Und Invertergeneratoren, das gilt für alle, sind für mich wirklich wesentlich besser als reine Generatoren, weil sie hier eben auch die Drehzahl anpassen an den entnommenen Strom. Sie erzeugen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, permanent gleichbleibende 230 Volt, weil ein Wechselrichter dafür sorgt. Und sie haben weniger Lärm und weniger Lärmentwicklung und weniger Emissionen als herkömmliche Aggregate. Und da sehen wir auch preislich, wie ich finde, sehr, sehr attraktiv. Und das sehen unsere Kunden ganz genauso. Und deswegen sollten Sie sich hier bitte ranhalten, denn wir haben also schon von unseren Lieferanten gehört, dass die Preise im Jahr 2023 definitiv anziehen werden. Sie wissen, gestiegene Transportkosten, neue Rohstoffpreise und so weiter. Und insofern werden wir die Preise für diese Charge noch halten können. Das heißt, jetzt noch zugreifen, wenn Sie den alten Preis aus 2022 noch haben möchten. Die nächste Lieferung wird definitiv kostspieliger werden. Aktuell dürfen wir noch von einem sehr günstigen Preis von 398,99 € sprechen. Natürlich Porto und Versand kostenfrei geliefert. Ab Lager bitte. Wir haben die Gerätschaften vorrätig noch in kleinen Stückzahl mit der ZX8102.
und der 569. Das war so ein Einstiegsgerät, sicherlich auch mal sehr portabel einsetzbar. Jetzt kommen wir mal zu einem ausgewachsenen Benzininvertergenerator. Der ist nicht nur größer, der kann auch deutlich mehr Strom generieren. Richtig, also die Technik ist die gleiche, Invertergenerator, auch ein Viertaktmotor, aber jetzt natürlich mehr Leistung, 6 PS, also 4,6 kW, das sind ungefähr 6 PS und vor allem die Leistung, die hier rauskommt aus den 230 Volt Steckdosen, ist wesentlich höher. Das liegt hier in der Spitze bei 3800 Watt, aber was natürlich langfristig interessant wird, ist der Dauerstrom, der liegt bei 3500 Watt. Und jetzt sind das immer so Zahlen, mit denen kannst du unter Umständen nichts anfangen. Es ist 3500 Watt ist eigentlich die Leistung, die du bei dir aus einem Stromkreis entnehmen kannst, die mit 16 Ampere abgesichert sind. Jetzt nehmen wir mal Beispiel Küche. Und ich habe bei mir wirklich mal geschaut, den Herd lassen wir außen vor. Das ist natürlich der größte Stromabnehmer, der ist aber auch extra abgesichert, sogar mit 3 Sicherungen, auch bei Ihnen mit Sicherheit. So, aber der Rest in der Küche. Und wenn ich jetzt mal so, du weißt ja, ich habe so ein U, wenn ich da sehe, was da alles steht mittlerweile. Und das ist alles mit diesen 3500 Watt abgedeckt. Das ist bei mir, also der Kühlschrank, Gefrierschrank, das ist bei mir eine Kombination. Und ich gehe jetzt mal meine Küche durch, dann kommt hier die Mikrowelle, dann kommt der Eierkocher. Und auf der anderen Seite, hier Spüle, Herd, auf der anderen Seite habe ich meinen Kaffee-Vollautomaten, ich habe dort noch meinen Toaster und ich habe dort meinen Wasserkocher, die komplette Beleuchtung. Also da kann man mal wirklich diese Leistungsfähigkeit abschätzen. Ja. Das ist zu Hause, bei Ihnen wird es nicht anders aussehen, mit 3660 Watt dann abgesichert. Aber das ist im Prinzip die vergleichbare Strommenge, die ich hier erzeugen kann. Wichtig ist, haben Sie jetzt eine Mietwohnung, kein Balkon, keine Terrasse, dann können Sie im Prinzip mit einem Invertergenerator nichts anfangen, weil das ist ein Verbrennungsmotor, der muss im Freien betrieben werden. Das kann aber dann auch im Notfall auf dem Balkon oder auf der Terrasse sein. Ja? Für alle, die keinen Balkon haben oder ähnliches, würde ich immer Stromspeicher, also unsere Powerpacks empfehlen. Ja. Aber für alle anderen ist das natürlich die Versicherung für sich selber und seine Familie. Ich meine, Carsten, jetzt mal ganz ehrlich, wir zwei, wenn es jetzt mal 2 Tage die Heizung nicht ging, ja, wir kommen auch mal mit einer dicken Jacke durch, aber will ich das meinen Kindern, meiner Enkel, meiner Frau, sobald du kleine Kinder hast oder ältere Menschen im Haushalt oder was, ein Mehrgenerationen-Haushalt oder was, dann ist es natürlich für diese Altersgruppen mitunter dann wirklich dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Kleine Kinder bekommen Angst, ältere Menschen haben vielleicht noch medizinisches Gerät, was weiter betrieben werden muss. Und da kommt man schnell mal an eine Grenze, die man nicht erreichen möchte. Damit habe ich ganz ernst einfach eine Sicherheit. Und es ist gut, finde ich, auch für den Hinterkopf zu wissen, dass ich diese Sicherheit zu Hause stehen habe, wenn mal das Kind in den Brunnen gefallen ist. Richtig, und das ist wie eine Versicherung. Ich habe so viele Versicherungen, wo ich hoffe, dass ich sie nie brauche, aber ich habe sie und ich zahle sie gerne, weil ich damit mir und meiner Familie Sicherheit gebe, falls es mal zum schlimmsten Fall kommt. Hier jetzt nochmal bei Ihren Wörtergeneratoren, da wird immer gefragt, wie laut sind die denn? Und ich habe es mal gemacht und du, glaube ich, auch. Wir haben es hier im Studio einmal kurz anlaufen lassen. Es ist wirklich, natürlich macht es Geräusche, muss man sich klar sein. Aber hier wird ganz einfach dadurch, dass es ein Invertergenerator ist und der nicht immer auf voller Drehzahl laufen muss, ist es wirklich gemindert im Vergleich zu Aggregaten. Und ich würde jetzt mal sagen, du hast ja eine Verlängerungslänge, hast du ja Abstand. Dann ist es ein leichtes Surren im Hintergrund. Kann man wirklich so sagen. Also es ist nicht so, dass ich mich dann anschreien muss, weil er so laut ist. Das ist auch noch ein ganz interessanter Schalter, dieser Ökonomieschalter. Ja, damit regulierst du, dass eben der Motor oder das Gerät merkt, wie viel Strom wird entnommen. Ja. Und der Unterschied ist ja ganz klar. Wenn du jetzt ein Auto anmachst und es läuft im Standgas, wenn er schon warm ist, läuft der mit 600, 700 Umdrehungen. Jetzt gibst du Gas auf 3000 Umdrehungen. Ich glaube, den Unterschied des Lärms, das Geräusch, was da entwickelt wird, das kann jeder selber einschätzen. In der Geräuschentwicklung und im Spritverbrauch natürlich auch. Und hier ist es ja so, man wird ja auch, wie, ich gehe nochmal zum Beispiel, Küche, man verbraucht ja nicht permanent 3500 Watt. Ja? Wenn du das Licht anhast oder jetzt mal nur einen Toaster oder was auch immer, ein Bruchteil davon. Und dieses Gerät passt sich an, egal was Sie anschließen, es passt sich an von der Drehzahl, von der Motorleistung. Und jetzt ist auch noch ein Riesenvorteil im Vergleich zu herkömmlichen Aggregaten.
sind. Ja, du hast eine permanente, gleichbleibende Spannung von 230 Volt. Und das ist jetzt wichtig, wenn es einem auch um elektronische Geräte geht. Wir hatten vorhin von der Heizungssteuerung. Die könnte unter Umständen auch empfindlich sein. Normales Aggregat, das kennt man auch von Baustellen vielleicht, die haben mal Schwankungen. Dann kommen mal nur 200 Volt oder mal 250 Volt. Mhm. Und dann können empfindliche elektronische Geräte sogar erstmal gar nicht anspringen oder sie gehen dann kaputt. Und das wäre ja dann noch der Super-GAU. Ich mache mit meiner Versicherung, also mit einem Aggregat, mache ich mein Gerät, das ich betreiben will, defekt. Das wäre natürlich etwas, was nicht passieren sollte. Und das passiert nicht mit einem Inverter-Generator. Und deshalb ist das für mich die beste Wahl, wenn für Sie zu Hause ein Notstromaggregat eben auch auf der To-Do-Liste noch steht. Ja, haben Sie da bitte noch ein bisschen Geduld. Bei diesem Gerät jetzt hier müssen wir Sie noch ein paar Tage vertrösten. Das Warten lohnt sich aber, denn wenn Sie jetzt zugreifen, sichern Sie sich natürlich auch bei diesem Benzininvertergenerator die entsprechenden Preise aus 2023. Wir können mal ganz kurz mit den Kollegen von Pöll.de vergleichen. Da auch schon ein Preisvorteil für Sie in Höhe von rund 40 Euro für Sie eingeplant, weil Sie Pöll-TV-Zuschauer sind. Und hier bei Pöll.tv bestellen, bekommen Sie natürlich den günstigen TV-Sonderpreis. Und wenn Sie jetzt noch zugreifen, bekommen Sie natürlich bei Auslieferung dann auch entsprechend den günstigen Nachlass. Und da reden wir von knapp 760 Euro. Das Ganze natürlich porto- und versandkostenfrei geliefert mit der ZX8283 und der 569. Wir kommen, wie ich immer so schön sage, mal eine Spur höher, mal zur Luxusklasse. Das wäre das nächste Gerät, was wir da vorne stehen haben. Ja, ich würde sagen, absolute Premium-Klasse. Ja. Erstmal auch von der Mobilität her. Ja, den kann man locker ganz alleine transportieren durch diese Trolley-Funktion. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ein zweiter Vorteil bei der Premium, beim Premium-Modell ist genau das, was jetzt Diana in der Hand hat. Wir haben einen Elektrostarter, man kann das also ganz elektrisch starten. Die ersten beiden und auch dieser im Notfall wird durch ein Zugstarter gestartet, ähnlich wie beim Rasenmäher, aber wesentlich leichter, weil es Viertaktmotoren sind. Und jetzt haben wir hier eine Spitzenleistung von 4000 Watt Dauerstrom, 3500, das hatten wir vorhin erklärt. Warum habe ich denn überhaupt diese Spitzenstrom-Sachen? Weil viele elektrische Geräte einen Anlaufstrom brauchen. Das ist, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal im Partybereich, beim Durchlaufkühler oder bei der Friteuse ist es so, die braucht am Anfang mehr Strom, wenn sie anläuft. Ja. Im Werkzeugbereich, wenn eine große Kreissäge hat. Wenn die anläuft, ich sage jetzt mal so eine 1500 Watt, dann braucht sie plötzlich mal kurz Anlaufstrom 1800 Watt. Ja, und das ist hier ausgeglichen. Und hier haben wir noch etwas, und zwar neben diesen 230 Volt Steckdosen haben wir einen Anschluss, der nennt sich ATS. Und das ist was ganz Interessantes. Das ist optional möglich, brauchen Sie aber nicht, was ich jetzt sage. Diese ATS-Funktion macht es Ihnen möglich, den Notstromaggregat, also diesen Invertergenerator, in Ihr Netzwerk, in Ihr Stromnetzwerk zu integrieren. Und dann reagiert er, wie das in Krankenhäusern oder in großen Verwaltungsgebäuden der Fall ist, dann reagiert er auf Stromausfälle. Wenn mal das Gerät dann merkt, es kommt kein Strom mehr vom Netz, springt er automatisch an und ersetzt diesen Strom. Clever. Das kannst du mit diesem Gerät machen, muss man aber nicht. Ich möchte das nur noch mal betonen. Was hier natürlich herausragend ist, ist diese Invertertechnologie, dass du hier natürlich absolut mobil bist, egal wo gerade Strom gebraucht wird. Und du natürlich auch wieder im Außenbereich, und Strom wird immer innen gebraucht. Das heißt, wir brauchen nachher noch ein Verlängerungskabel oder eine ganz einfach eine Kabeltrommel. Aber ich habe jetzt Inverter schon viele Punkte genannt. Hier haben wir die Vorteile nochmal zusammengesetzt. Sauberer Strom, das heißt gleichbleibender 230 Volt Spannung. Geringe Lautstärke im Vergleich zum Aggregat, weil die Drehzahl angepasst wird. Gute Mobilität, das ist hier sowieso der Fall durch diese Trolley-Funktion. Der Verbrauch ist wesentlich sparsamer, weil eben du nicht immer volle Pulle in der Drehzahl fährst, sondern die angepasst wird. Und je weniger Verbrauch du hast, desto weniger Emissionen. Also langfristig ist das natürlich für mich die beste Wahl, wenn es um Notstromaggregate geht. Mitte Februar wieder lieferbar. Ja? Aber, das müssen wir jetzt auch sagen, wir haben uns jetzt im Moment noch die Preise 2022 gesichert. Und ich möchte noch mal betonen, das haben uns auch viele Lieferanten angekündigt, es werden nächstes Jahr, also die darauffolgenden Lieferungen, dann teurer werden. Ich glaube, da muss man auch kein Prophet sein. Es wird im Moment gefühlt alles teurer. Ja? Und dementsprechend einfach clever sein, sich jetzt den Preis noch sichern, der jetzt aktuell gültig ist. Ja, und dann sichern Sie sich natürlich den günstigen TV-Sonderpreis. Auch hier nochmal im Vergleich zu unseren Kollegen von Pöll.de eine deutliche Preisersparnis. Hier alleine schon mal 65 Euro zum sowieso schon sehr, sehr günstigen Preis unserer Kollegen von Pöll.de gespart.
Das bedeutet, wenn Sie jetzt zugreifen, ist egal, wann Auslieferungsdatum sein wird. Wir versuchen natürlich alles, das Auslieferungsdatum weiter nach vorne zu ziehen. Das ist klar, aktuell wird es Mitte Februar sein. Vielleicht gelingt es unserem Einkauf da noch mal ein bisschen Dampf zu machen, dass es früher kommt. Aber richten Sie sich mal auf Mitte Februar ein. Aber sei es drum, Sie bekommen natürlich von uns den günstigen TV-Sonderpreis. Ein absolutes fantastisches Modell hier, ebenfalls voll verkleidet mit der ATS-Funktion. Zweimal die 230-Volt-Steckdose, auch fernbedienbar. Diana hat uns eben ganz kurz noch die Fernbedienung eben in die Kamera gehalten. Oder natürlich diese automatische Startschaltung über die ATS-Funktion, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten. Auch das wäre möglich. Ein fantastischer Preis von knapp 1.235 Euro, den Sie sich jetzt noch sichern können, bitte mit der Bestellnummer ZX8247 und der 569. Beantworte mir ganz kurz noch die Frage, wie viel Liter Sprit gehen da rein und wie lange hält denn so eine volle Tankfüllung? Also hier haben wir 12 Liter Sprit und jetzt die Haltbarkeit hängt natürlich davon ab, was du einsetzt, weil eben das angepasst wird, die Drehzahl. Aber du siehst es ja oder du merkst es selber. Wenn ich volle Pulle 3500 Watt oder entnehme, wird natürlich der Spritverbrauch höher sein und die Haltbarkeit kürzer, als wenn ich jetzt nur 1000 Watt entnehme und die Drehzahl vielleicht nur auf 1000 Umdrehungen ist. Also das muss man einfach ausprobieren, aber mit 12 Litern kommst du über eine ganz, ganz weite Strecke. Und wir werden ja auch, das wird dir auch so gehen, Carsten, auf der Straße angesprochen. Was ist für mich das Beste? Was mache ich? Oder was auch eine schöne Frage ist, was macht ihr eigentlich, wenn kein Blackout oder Brownout kommt? Dann sage ich, dann freue ich mich. Und dann kann man die Geräte mobil nutzen. Ja, man hat Strom im Garten. Ich habe vorhin mal gesagt, für Feste, Durchlaufkühler oder eine Fritteuse, einfach mal ohne einen Kilometer Verlängerungskabel legen zu müssen, überall betonen. Also es ist auch ein Gerät, was ja dann nicht irgendwo verstaubt. Das wird auch, wenn es keinen Ernstfall gibt, keinen Notfall gibt, mit Sicherheit auch bei Ihnen zu Hause in Gebrauch genommen. Und das wäre natürlich wünschenswert, dass alles so durchflutscht, wie wir uns das alle wünschen. Das heißt, ohne Stromabschaltung und ohne Brownout, ohne Blackout, dass wir also hervorragend und gut versorgt mit Strom durch den Winter kommen. Sollte es aber de facto zu einem Stromausfall kommen, kurzfristig oder längerfristig, ist natürlich das hier eine hervorragende Versicherung. Aber auch an anderer Stelle kann man so etwas natürlich hervorragend gebrauchen. Du hast es angesprochen, die Gerätschaften sollen im Außenbereich betrieben werden, aber irgendwie muss der Strom nach drinnen in die Räumlichkeiten rein. Und da wird der ein oder andere vielleicht eine Verlängerungstrommel zu Hause haben. Wenn nicht, haben wir hier ein schönes 10 Meter langes wetterfestes Kabel für Sie. Genau, absolut wetterfest, also wasserdicht, das können wir auch sagen. Man kann es auch rein im Außenbereich nehmen durch diese Schutzabdeckung. Ist es absolut dicht, 10 Meter lang und ist eben auch bis zu diesen 3500 Watt Übertragung geeignet. Und natürlich, das habe ich vorhin gesagt, ein Inverter-Generator, aber auch ein reiner Generator, die müssen alle im Freien betrieben werden. Man kann die nicht mit ins Wohnzimmer nehmen und der Strom wird meistens innen benötigt. Also, und wenn Sie jetzt auch sagen, ich möchte gerade, ich nehme jetzt mal unseren mittleren hier, ich möchte zum Beispiel eine Leitung, um die Heizanlage, die im Keller ist, dauerhaft zu betreiben und die andere möchte ich aber in meiner Wohnung die wichtigsten Geräte zu betreiben. Das ist ja beides möglich. Ja. Dann brauchst du natürlich zwei Verlängerungskabel, dann eine Mehrfachsteckdose dran, die wichtigsten Geräte eingesteckt und dann bist du auf der sicheren Seite. Ja. Deine Familie friert nicht. Du hast vielleicht auch den WLAN-Router. Du kannst sogar den Fernseher anmachen und Informationen dir holen. Ganz entscheidender Punkt. Zumindest Radio. Ja, natürlich. Deine Kühlkette wird nicht unterbrochen, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema. Wahrscheinlich sind bei Ihnen im Gefrierschrank auch Hunderte von Euro an Lebensmitteln, die dann kaputt gehen würden. Ja, und du hast einfach diese gewisse Sicherheit, die du jetzt für Euro kaufen kannst. Man kann sich nicht alles für Geld kaufen, aber so ein bisschen Sicherheit, was die Stromversorgung angeht, die kann man sich und seiner Familie gönnen. Und jetzt auch noch clever sein, weil sie eben noch auch beim Kabel jetzt hier von den Preisen 2022 profitieren. Und jetzt mal wirklich eine Frage an eine junge Dame. Wie fändest du das, Diana, wenn du morgens, also Heizung ist ausgefallen, du willst morgen duschen und das Wasser hat so gemütliche 12, 13 Grad? Nein, dann nicht duschen. Ich gehe so. Also muten Sie das Ihrer Familie nicht zu. Und deshalb unser Tipp einfach. Suchen Sie sich aus, welcher Generator ist der richtige für Sie. Stellen Sie sich den nach Hause und dann sind Sie für alle Notfälle eben vorbereitet. Ja, und ich glaube, da war für jeden Einsatzbereich oder für jeden Geschmack das passende Modell mit dabei. Preis-Leistungs-Verhältnis ist großartig, die Qualität ist herausragend. Also von den Hunderten von Generatoren, die wir in den letzten Monaten versenden durften, haben wir eine Rücklaufquote im unteren einstelligen Prozent.
5%-Bereich. Das heißt, unsere Kunden wissen zu schätzen, was wir ausliefern. Und wenn Sie dabei sein möchten, bitte auf jeden Fall zugreifen und sich die alten Preise noch aus 2022 sichern, bevor es im neuen Jahr dann wieder etwas kostspieliger wird. Das war unser Rückblick mit den Benzin-Inverter-Generatoren. Wir wünschen ganz viel Vergnügen damit.